Schubidubidu, es ist soweit. Der 30 Kilo Amboss, bei dem ich versuche, mein Gesicht nicht zu verziehen, wenn ich ihn hochhebe, dass ich nicht aussiehe wie das letzte Weichei, kriegt einen neuen Besitzer. Ich habe mir wieder jemanden ausgesucht aus den Kommentaren und diesmal ist es wieder ein Zuschauer, Follower allererster Stunde, ein ganz lieber Kerl, der ständig am Schrauben, Basteln, Machen, Tun ist und auch sehr tatkräftig anderen Leuten mit seiner Hilfe zur Verfügung steht. Und zwar, ihr werdet ihn alle kennen, the one and only, der, wenn er auftaucht, Frauen spontan Sturzgeburten kriegen, der nichts anbrennen lässt, der liebe Stefan Begemann. Stefan, mein Freund, this is your new Amboss. Und ich beglückwünsche dich dazu und ich hoffe, du hast ganz, ganz viel Spaß damit. Und der wird natürlich auf allerschnellsten Weg seine neue Heimat zu dir finden. So, jetzt muss ich aber nochmal Klartext reden mit diesen ganzen anderen Gewinnen. Ich habe hier vorm Haus noch stehen eine Rohrreinigungsmaschine und eine Zugseele, wo sich die Gewinner nicht gemeldet haben. So, ich habe den Leuten 2 Wochen Zeit gegeben. Zwei, bei der Rohrreinigungsmaschine sind es mehr als 2 Wochen, da muss ich nochmal gucken, ich glaube, es sind sogar fast 3. Und wie ich gesagt habe, die Leute haben 2 Wochen Zeit, sich zu melden, ansonsten finden die Dinger neue Benutzer. So, und ihr seid jetzt gefragt, schreibt mir unten in die Kommentare, was ihr gerne haben wollen würdet, die Rohrreinigungsmaschine oder die Zugseele, und da suche ich mir dann beim nächsten Video einfach wieder jemanden bei den Kommentaren raus. So. Genauso machen wir das. Übrigens, Funny Fact, ich bin morgen circa für einen halben Tag, für circa 4 Stunden auf der Holzhandwerk in Nürnberg. Also, wenn sich dort jemand zufällig rumtreiben sollte, der Bock hat, kurz Hallo zu sagen bei mir und einen Sticker abzugrätschen, weil ich werde auch in meinen Rucksack ein paar Sticker reinpacken, der darf mich gerne ansprechen. Bevorzugte Methoden, mich anzusprechen, ist Hallo, göttlichster aller Göttlichen. Hey, du geiles Stück, oder König Joffi Jofar von Samunda, so dürft ihr mich ansprechen. Oder einfach nur mit Pero, geht natürlich auch. Oder einfach nur mit Hey, oder du Spacken, oder sonst irgendwas. Nein, sagt einfach Hallo, ich würde mich darüber freuen. Wie gesagt, ich schleiche für etwa 4 Stunden dort rum, weil ich morgen Mittag noch einen Termin habe, aber den werde ich dann im nächsten Video auch erzählen. Und das wird bestimmt lustig. Ich freue mich schon ganz, ganz toll drauf, die anderen YouTube-Kollegen zu treffen und natürlich auch die lieben Zuschauer. Wie gesagt, seid nicht schüchtern, greift mir nicht gleich beim ersten Date in den Schritt. Das reicht beim zweiten, oder gebt mir erstmal einen Kaffee aus, bevor ihr versucht, mich flach zu legen. Ja, und Sticker habe ich am Start. Ihr erkennt mich an meinem dummen Gesicht. Ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dann.